Wir müssen noch entschiedener uns für den Frieden einsetzen und noch mehr Mut zeigen. Dies gibt Menschen Hoffnung in einer Zeit, in der sich Angriffe auf freiheitliche Gesellschaften gesteigert haben und Menschen aufgrund ihrer Ethnie oder Religion immer mehr diskriminiert werden. Wir stehen hier aber nicht als Gruppe, die demonstriert, nur weil sie Angst um ihr eigenes Leben oder um ihr eigenes Wohl hat. Wir stehen hier vielmehr für unsere religiösen Tugenden und unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Werte ein. Es geht uns nicht darum, dass wir uns nur gegenseitig ertragen. Es geht uns darum, deutlich zu machen, dass wir uns gegenseitig achten und respektieren. Denn wir gehören zusammen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr erschienen seid. Und gegen andere Menschen zu richten, da gilt unser entschiedener Widerstand, meine Damen und Herren. Über 40 Tote, über 150 Verletzte. Das ist die Sprache des Todes. Und die Menschen dieser Stadt, unabhängig davon, ob sie Christen, Juden oder Muslime sind, lehnen das ab. Wir sind eine friedliche Stadt. Wir lieben weiter das Leben. Deshalb hat Religion Platz in dieser Stadt. Deshalb sind auch die türkischen Menschen dieser Stadt ein integraler Bestandteil dieser Stadt. Und wir stehen an ihrer Seite, wenn es darum geht, für das Leben zu demonstrieren. Und darüber freue ich mich, dass sie entschieden sind und so schnell und so spontan zu dieser Kundgebung zusammengekommen sind. Mein Kompliment, mein Respekt an alle von Ihnen. Ich möchte Ihnen zurufen, meine Damen und Herren, Terrorismus verdient die Antwort des Lebens, die Antwort des Friedens. Und da, wo es nötig ist, auch der Grenzsetzung. Deshalb hat Terrorismus kein Verständnis und deshalb ist Terrorismus nicht willkommen. Wir hassen diejenigen, die uns versuchen, den Hass beizubringen, weil wir wissen, das Leben ist über allem. Und Gott liebt die Menschen, die das Leben lieben. Das vereint uns mit der Türkei, mit den türkischen Menschen dieser Stadt, die ein Bestandteil dieser Stadt sind, die wir respektieren und auf Augenhöhe behandeln wollen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen für die letzten Feiertage einen gesegneten Ramadan und dann auch ab dem nächsten 5. Juni einen gesegneten Bayram. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie stark, bleiben wir zusammen stark. Alle gemeinsam werden wir diese Herausforderung stellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber auch mit denen, die in den letzten Monaten an anderen Stellen, auch in Istanbul, aber auch in Ankara und an anderen Stellen Menschen verloren haben. Es ist immer wieder der blanke Hass gewesen. Es ist immer wieder der Missbrauch von Religion gewesen. Wer vom Islam spricht, wer von Religion spricht, aber anderen Menschen Leid zufügt, der hat keine Religion. Es ist nicht der Islam, der tötet. Es sind Menschen, die andere Menschen töten. Und deswegen stehen wir in Frankfurt zusammen. Wir stehen stark im Frieden zusammen. Der Islam ist eine Religion, die den Frieden, die die Liebe ausspricht. Genau wie es das Christentum, wie es auch das Judentum ausführen. Und auch der Ramadan, das Fasten, das Einkehren, darüber nachzudenken, was das Wesen des eigenen ist. Das verbindet gerade auch die drei großen monotheistischen Weltreligionen. Und deswegen sollten wir deutlich machen, dass wir über das sprechen, was uns verbindet und nicht über die Fragen, die uns vielleicht trennen. Und das Verbindende heute ist das gemeinsame Einstehen für den Frieden, für das Miteinander, gegen Gewalt, gegen den Terror und eine freie und offene und friedliche Stadtgesellschaft. Vielen Dank und wir denken an euch. Für die katholische Kirche in Frankfurt und möchte Ihnen das Beileid
der 150.000 Katholiken in Frankfurt bekunden, die heute an ihrer Seite stehen. Wir möchten Sie in dieser Zeit, da Sie trauern und auch empört sind, nicht alleine lassen, sondern wir möchten Ihnen zeigen, dass ungerechte Gewalt keine Opfer isolieren darf, sondern dass Menschen guten Willens in solchen dunklen Stunden zusammenstehen müssen. Selbstmordattentate waren die grausamen Taten, die so viele Menschen in den Tod gerissen und noch viel mehr verletzt und verwundet haben. Ich möchte an dieser Stelle auch als Mann Gottes und Mann der Kirche vor Ihren Ohren ausdrücklich sagen, Selbstmord eingesetzt zu politischen Zwecken ist eine schwere Sünde, es ist keine Heldentat. Dennoch empfehlen wir heute und hier nicht nur die Opfer, die ihr Leben gelassen und ihre Gesundheit verloren haben und ihre Angehörigen, die jetzt um sie trauern und um sie sorgen sich. Nicht nur die Völker, in denen Unrecht, Leid, Krieg und Hass geschehen, sondern auch die Täter der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Denn sie sind nicht Ungeziefer, keine Untermenschen, sondern es sind irregeleitete Menschen, die unser Gebet brauchen und wo es möglich ist, auch unseren Beistand, damit sie nicht weiter in die Irre gehen. Ich bitte, denken Sie auch daran, dass Menschen, die auf dem Weg in die Gewalt sind, dass die gute Menschen brauchen, die an ihrer Seite stehen. Wir müssen uns auch mit den Gefährdeten solidarisieren. Herz und macht den Verstand klar und die Augen hell. Wir brauchen helle Augen, damit wir in der Dunkelheit den Weg erkennen können. Vielen Dank. Die türkische Flagge, die Sie auch heute mitgebracht haben. Das war ein starkes Zeichen der Solidarität. Das haben viele in Facebook auf ihr persönliches Profil genommen. So wie die vielen Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt. Sie haben heute noch mal einige gehört. Worte, Bilder, die den Opfern und den Trauernden in Istanbul zu sagen versuchten, wir trauern mit euch. Solidaritätsbekundungen gegenüber einem Land, das nicht nur durch den Flughafenanschlag, sondern in diesem Jahr schon zum vierten Mal von meinen muslimischen Freundinnen und Freunden gelernt. Und so verstehe ich auch meinen eigenen Glauben. Ich muss das einfach aufschreiben, weil sonst wird es zu lang. Ich bin mir sicher, dass ich hier mit vielen von Ihnen übereinstimme, wenn ich sage, egal welcher Religion wir angehören, uns eint ein Gott, der die Menschen liebt und der auf keinen Fall will, dass andere Menschen sterben müssen, der keinen sinnlosen Tod möchte und der vor allem keine Gewalt und keinen Mord aus eigennützigen Motiven möchte, der sich in das Mäntelchen von Religion hüllt. Und genau das ist in Istanbul passiert, wieder einmal. Und das muss man denen deutlich sagen, die die Trauer eines Vaters um seinen gläubigen muslimischen Sohn und die Tränen einer Ehefrau um ihren mutigen Mann als Sieg feiern und beklatschen. Gemeinsame Verurteilung von jeder Art von Gewalt und Diskriminierung. Ebenso möchte ich Ihnen die Grüße von der jüdischen Gemeinde übermitteln, die leider aufgrund des Schabbats heute nicht dabei sein konnten. Sie trauern mit uns und möchten am Montag zu dem Ereignis in Istanbul eine Pressemitteilung veröffentlichen. Nun das Gebet. Was wir nicht fassen können, lass uns nicht fallen, wenn wir uns verlieren. Wir bitten dich um Vergebung. Beschere uns die Erleichterung aus allen Bedrängnissen, den Ausweg aus jedem Kummer. O As-Salam, du Friedensstiftender, stifte den Frieden unter deinen Menschen, denn sie überschreiten den Maß. Bei dir suchen wir unseren Schutz im Verlangen nach dir und in Ehrfurcht vor dir.
Leite sie auf den Weg der Vernunft und der Barmherzigkeit. O Allah, behüte die Menschen vor allen bösen Dingen. Lass die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und die Achtung unserer Herzen erfüllen. Unser Herr, gewähre uns Gutes in dieser Welt und Gutes im Jenseits. Vergib den Lebenden unter uns und unseren Verstorbenen, den Anwesenden unter uns und den Abwesenden von uns. Du bist das Licht der Himmel und der Erde und dessen, was sich in ihnen befindet. Und alles Lob gebührt dir. Du bist der Allhörende, du bist der Allwissende. Ich bitte Sie nun, das Gebet zu wiederholen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jetzt nun bitte auf Deutsch. Lob sei Allah, dem Herr der Welten, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir. Und zu dir rufen wir. Leite uns auf den rechten Weg. Den Weg derer, denen du gnädig bist. Nicht den Weg derer, die dem Zorn anheimfallen und die irre gehen. Dein Friede sei über uns und dein Erbarmen und dein Segen für immer und ewig. Amen. Amen.